So, jetzt wird's ernst, Koffer ist gepackt, Zimmer ist ausgeräumt. Geht jetzt zum Taxi und mit dem Taxi dann zum Flughafen. Weihnachten allein am Strand. Oh, lauter netten Menschen. Ja. Jetzt halt mal. So. So, ist drin. Hast du deinen Pass? Ich hab meinen Pass. Ciao. Ja. Ich werde euch vermissen. Wir sehen uns im Sommer. Terminal 1. Terminal 1. Ja. Okay, ich Ciao! Und jetzt geht's tatsächlich los. Allein. Going back. No, I go to Australia for a half year, travel and work. Yeah. Yeah, I come from Germany. Oh, you are from Germany. Yeah. So you come to Singapore for how long? For a half year, 6 months, 7 months. Oh, that's long. Yeah. I'm excited. Kommen doch tatsächlich jetzt ein paar Tränen. Gott. hätte ich nicht erwartet. Ich freue mich darauf. Es bin nur ich und ihr. Nur ich und die Kamera. Mehr nicht. Auf dem Weg nach Australien. Gott. Absolut planlos. Gott, freue ich mich darauf. Passt. So weit weg. Weiß nicht, ob das. Ich glaube, es sind Freudentränen. Dass das tatsächlich so stattfindet und alles so funktioniert. Hätte ich nicht erwartet. Lange Zeit nicht. Bam! Ich bin im Airport und ich fliege mit Emirates jetzt weiter. Ah ja, der ist Emirates direkt vor mir. Das ist doch gut. Dann gehe ich da noch direkt hin. Ich fahre jetzt gerade zu meinem Gate und bin gerade noch ein bisschen verwirrt, weil ich habe mein Wasser noch und weiß nicht genau, wo diese Sicherheitskontrollen sein sollen. Ich muss auf C23. Da vorne ist C23. Perfekt. So, Kamera. Yes, sir. So, the water is not allowed. So, you only finish the water here. I finished with the water. Yes, finish it now, sir. He's watching you. Yeah. All right. Thank you. Is it done? Yeah. Good. Perfect. Empty. So, durch die Sicherheitskontrolle schneide ich weiter das Video vom Ankunftstag. Fühlt sich irgendwie komisch an, ohne die große Reisetasche, aber die ist ja schon eingecheckt. Ja, yeah, wir haben jetzt irgendwie noch, glaube ich, eine Stunde oder sowas, die ich jetzt noch weiter warte. Jetzt ist auf das Gepäckrätsel gelöst. Erst am Check-in. Das ist ziemlich cool. Nicht so vorher und dann hast du da drin noch die ganzen Shops, sondern hier ist halt jetzt nichts mehr. Cool. Genau, scan. Ich bin durch. Wunderschön. 61A. Thank you, Mr. Vincent. To your right. Stehen hier die Nummern? So, ich habe meinen Platz gefunden. Wunderschön. So, Tasche stelle ich unter den Vordersitz, so wie sich das gehört. Ich setze mich entspannt hin, genieße den Flug. Vielleicht schneide ich noch mal ein Stündchen. Ich habe ja auch Stromanschlüsse, das ist super. Ich hoffe, das mit dem Rauschen klappt, weil es doch relativ laut hier ist, das Rauschen. Guten Morgen, ich bin unglaublich müde. Ich konnte die ganze Nacht kaum schlafen. Ich habe die Augen zugemacht und konnte nicht schlafen. Nicht so gut. Außen geht gerade die Sonne auf. Wir landen in einer Dreiviertelstunde. Bald Frühstück. Melbourne, so musste ich mir erstmal einen Hostel suchen, bevor ich überhaupt schlafen gehen kann. Wir sind gerade mitten hier irgendwo über Australien. Ich zeige euch das hier mal. Auf dem Bildschirm sieht man das. Also gerade irgendwo mitten über dem Festland. Wir haben noch ein Stückchen. Ich habe das Frühstück schon da. Gibt ein bisschen Obst, einen Orangensaft, einen Kaffee, einen Muffin und ein kleines Croissant. Geil. Essen. I can still hear your voice close to me, closer than my own heart.
habe einen Stempel auf meinem Pass und hinter mir läuft die Koffermaschine. Jetzt kriege ich gleich meinen Koffer und dann geht's in eins von den Hostels und dann geht's los. Ich bin jetzt im Hostel angekommen, in einem wunderschönen Vierbettzimmer. Ich habe am Flughafen am Kofferbahn zwei Mädels getroffen, das war ganz cool. Die hatten schon das Hostel hier schon vorher gebucht und mit dem beiden habe ich mich dann angeschlossen. Zusammen sind wir mit dem Taxi dann hierher gefahren. Ja. Alles unglaublich entspannt dafür, dass bisher noch nichts geplant war von meiner Seite aus. Ich bin mitten im Downtown, super geil. War jetzt gerade schon kurz mal in der Stadt und habe mir ein Voreingeschloss für den Schrank da oben gekauft, damit ich mein wertvolleres Zeug wegsperren kann. Und ich gucke jetzt mal, was ich mache. Ich muss ja irgendwie arbeiten oder irgendwie sowas.